Ja, willkommen zurück zu Pokémon Kristall Edition für den Game Boy Color und es geht jetzt hier weiter. Im letzten Part haben wir uns diese eine Turmruine angeschaut und haben auch schon mal gegen die Vortrainer in der Arena, hier, diese Pokémon Arena von Teak City, gekämpft. Es bleibt noch der Arenaleiter, nämlich Jens, der mystische Seher der Zukunft. Ja, Jens ist übrigens nicht nur der Name des Arenaleiters dieser Stadt, sondern auch der Name meines Onkels, gegen den ich immer Mario Kart 64 gespielt habe. So, dann wollen wir mal gegen Jens antreten hier. Und Jens, bist du so gut wie in Mario Kart 64? Das wollen wir mal sehen hier. Gut, dass du gekommen bist. Hier in Teak City werden Pokémon verehrt. Man sagt, dass legendäre Pokémon nur wahrlich starken Trainern erscheinen werden. Dann war das... Moment mal, wenn ich ihn jetzt mir so anschaue, dann war das tatsächlich dieser Jens, der auch in der Turmruine war. Okay. Das heißt, ich musste erst in die Turmruine gehen, damit er hierher in die Arena zurückkommt. So schätze ich das mal. Ich glaube an diese Legende. Daher habe ich mein ganzes Leben lang im Geheim trainiert. Als Resultat kann ich nun Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Noch ein wenig. Mit ein wenig mehr könnte ich eine Zukunft sehen, in der ich das legendäre regenbogenfarbene Pokémon treffe. Du könntest mir dabei helfen. Aber erstmal wird gekämpft. Ich möchte nämlich den Orden haben von Teak City. Und dann darf ich da irgendwie weiter zu einem anderen achtstöckigen Turm da. Leiter Jens möchte kämpfen. Leiter Jens schickt Nebulak in den Kampf. Das finde ich gut. Garados hat sich als sehr nützlich gegen Nebulak im letzten Part erwiesen, gegen die Vortrainer. Und mit Biss hat es auch ganz gut abgeschnitten. Ah gut, ja. Fluch, scheiße, nein. Hör mal auf mit Fluch hier. Ich weiß nicht, was es bedeutet, belegt mit einem Fluch. So, Garados erhält Erfahrungspunkte. Lade Jens jetzt Alpollo ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Na, ich bleib mal bei Garados. Ich hoffe ja nicht, dass irgendwas mit dem Fluch jetzt hier passiert. Weil ich keine Ahnung habe, was es meint mit dem Fluch. Das können wir bitte auch mal für Leute, die das nicht wissen, was es heißt, auch mal erklärt werden. Wo soll ich denn wissen, was ein Fluch meint? Oh, Volltreffer. Sehr gut. Und viele Erfahrungspunkte hier für Garados. Verdienterweise hier. So, setzt Gengar ein. Ach du Scheiße, es ist ja die dritte... also die dritte Entwicklung. Also gewissermaßen die zweite Entwicklung, aber die dritte Form von... Nebulak und Alpollo. Auch nur, erhält dich durch einen Tausch. Möchtest du wechseln? Nein, ich mach mal auch mit Garados weiter hier. Ach, Herr Jemine. Level 25. Ach du Kacke, da auch das noch. Hypnose. Oh gut, das ist keine Wirkung, zeigte. Ja, sehr gut und Volltreffer. Der, scheiße, der Fluch, ne? Fluch schadet Garados. Ach, das ist mit Fluch gemeint. Das ist im selben Kampf, der Fluch vorkommt dann, oder was? Oha! Noch ein Alpollo. Komm, das wird ein Garados-Only-Kampf jetzt hier. Ja. Scheiße, der dumme Fluch, ey. Horrorblick. Ach du Kacke, was ist das denn? Garados kann nicht fliehen. So, sowas ist das nur. Fliehen kann man eh nicht aus Trainer kämpfen. Meine ich zumindest. Hab's noch nie ausprobiert. Gegner Alpollo wurde besiegt. Garados erhält, nochmal ordentliche Erfahrungspunkte. Ah, nicht ganz Level 24, okay. Ja, das war einfach. Das war bisher die einfachste Arena. Mit Garados eben hier. Irgendwie, ich glaube, Wolf sagt irgendwie, ja, Arena 3 und 4 wären schwer. Also, ja, 3 habe ich ja schon gezeigt, dass es nicht schwer war. Da hatte ich aber Glück gehabt, dass eine bestimmte Attacke nicht eingesetzt wurde. Weiß ich jetzt im Nachhinein. Und die vierte Arena, wenn man da Garados hat und immer Biss benutzt,
leicht. Also bisher die leichteste Arena, würde ich mal sagen. Ja. Leiter Jens wurde besiegt. Ich bin noch nicht gut genug. Dieser Orden soll dir gehören. Fallenelgin. Ja, den Phantomorden. Okay. Durch den Phantomorden gehorchen dir Pokémon bis zu Level 50. Yeah. Das ist doch gut. Außerdem können Pokémon, ja, die Surfer beherrschen, diesen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Bitte nimm auch dies an. Final erhält TM30. Was soll das? TM30? Spukball. Er verursacht Schaden und verringert die Spezialverteidigung. Setze ihn ein, wenn er dir gefällt. Ich setze was ganz anderes jetzt ein, und zwar Surfer. Für Garados. Beutel. Surfer, wo bist du? Hier. Ja? Wer kann denn das alles? Fleckmon, habe ich mir gedacht, dass Fleckmon das auch kann, aber ich will Garados das geben. Garados, Elendsurfer. Ach ja, Garados braucht ja erstmal noch gar nichts vergessen. Jetzt hat es erst 4 Attacken. Und die erste Attacke, die es vergessen soll, das denken wir, das ist klar, ne? Ist auf jeden Fall Platscher. So, Surfer. Gut. Surfer macht auch ordentlich Schaden im Kampf. Erfahrungsweise. So, ich verstehe. Deine Reise hat dich an die entlegensten Orte geführt. Du hast viel mehr gesehen als ich. Dafür beneide ich dich. So, mir ist es egal, ob ich jetzt daneben trete, weil ich ja sowieso raus möchte. Erstmal die Pokémon heilen. Und dann, ja, keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Also ich habe jetzt den Orden bekommen, ich habe auch Surfer. Ich würde gerne mal Fliegen bekommen. Weil mit Surfer kann ich jetzt auch noch so den einen oder anderen Schabernack betreiben. Aber dann müsste ich zurücklaufen und das wäre mir zu weit. Ich will lieber erst, wenn ich Fliegen habe, Backtracking betreiben. Und außerdem gibt es da noch andere Sachen noch zu erlernen. So, ich gehe erstmal hier entlang, weil ich hier gerade bin. Sagst du? Der Kesselberg ist wie ein Irrgarten, also verlaufe dich nicht. Wieso jetzt plötzlich Kesselberg? Soll hier nicht irgendwie noch ein Turm sein? Oh. Final findet Hyperball. Oh, den ersten Hyperball hier. Den bewahre ich mir aber auf hier. Kesselberg, das war hell geradeaus. Aha. Route 42. Moment mal. Teak City, Mahagonia City. Weiß ich, will ich hier schon hin? Ach so, mit Surfer. Und hier ist ein optionaler Dungeon jetzt hier. Erstmal gucken, was hier für ein Pokémon jetzt mich angreift. Oh, Radikal. Habe ich aber auch noch nicht. Theoretisch könnte ich einen Radfratz zum Radikal entwickeln lassen, aber ich probiere mal Surfer aus hier. Wie Schaden das macht, Radikal. Und ist auch die Animation, die ist ja auch klasse. Na gut, ich habe komplett besiegt, okay. Ja gut, jetzt ist Garados auf Level 24. So, ich sollte mal jetzt auch mal ein anderes Pokémon nach vorne nehmen, und zwar Fleckmon. Fleckmon hat auch ordentlich Nachholbedarf. Aber hier könnte man vielleicht gut trainieren. Also, schreibt mir bitte gerne in die Kommentare. Ist das jetzt ein optionaler Dungeon? Oder muss ich hier rein, um irgendwie weiterzukommen? Das könnt ihr mir gerne schreiben. Ich werde erstmal nicht hineingehen. Es gab ja noch andere Möglichkeiten, noch irgendwie weiterzukommen. Und wie man nach Mahagonia City kommt, das kann ich mir denken, nämlich mit Surfer. So, hier war noch ein anderer Ausgang. Hier. Hä? Die Musik hört sich interessant an. Wo sagtest du, kommst du her? Neuborkia? Professor Lind wohnt dort, nicht wahr? Du hast einen langen Weg auf dich genommen, um hierher zu gelangen. Ach, das ist bloß so eine epische Musik hier. Ach, Route 38. Hier geht's dann erstmal weiter, denke ich mal, oder? Route 38. Olivianas City und Tixi. Ja, davon wurde ja auch schon gesprochen
Da gibt es ja wieder bestimmt massenhaft Trainer hier. Nein, das werde ich erstmal nicht machen. Ich werde erstmal diesen einen Turm erklimmen. Das heißt erklimmen, also hinaufsteigen. So. Gehst du mal weiter hier. Oh, die Steuerung, ey. Wie kann man eine Steuerung so schlecht programmieren wie hier? So, jetzt habe ich den Orden. Ach, jetzt ist der Wächter weg hier, oder was? Na gut. Dann geht's jetzt mal hier weiter zum Turm. Das ist hier alles Trainer. Erstaunlich. Suikune, Entei und Raku sind aus dem Schlaf erwacht. Wird die Legende wahr? Sag nicht, da ist noch ein Wächter, der sagt, ja, du musst ja erstmal den und den Orden haben. Dann hätte ich mir den Weg hier auch sparen können. Wir trainieren bei der Turmruine. Aber wir haben nie von einem Loch gehört, das sich dort geöffnet haben soll. Jemand muss das absichtlich gemacht haben. Na, welchen Orden brauche ich? Wir, das Trio der Weisen, sind die Hüter der legendären Pokémon. So. Hä? Zutritt zum Zinnturm haben jene, die den Orden der Pokémon-Arena von Teak City tragen. Ja, ich hab den Orden. Hier, hallo. Da Suikune, Rakoi und Entei jetzt aber erwacht sind, muss ich dich bitten, nicht einzutreten. Pfff. Was hab ich denn den Weg gemacht hier? Warum bin ich hier überhaupt nochmal hingegangen? Was für einen Sinn macht das? Also, manche Level-Design-technische oder Game-Design-technische Dinge sind hier irgendwie seltsam. Ich gehe erstmal hier in die Richtung Oliviana City oder wie die heißt. Diese Oliven-City auf jeden Fall. Oliviana City, doch. Habe ich doch richtig gesagt. So, hier sind aber wieder Trainer. Was ist... Führt mich das jetzt hin, wenn ich hier jetzt entlang gehe? Oder ist es ein... Na? Willst du kämpfen hier? Fliege hoch in die Luft, mein herrliches Vogel-Pokémon. Vogelfänger Timo möchte kämpfen. Schickt Dodo in den Kampf. Ah, haben wir auch noch gar nicht gesehen, glaube ich, oder? Diesen Projekt. So, Fleckmon, kann der da was Gutes machen mit Konfusion? Och nee, jetzt komme ich wieder mit Verfolgung an. Warum eigentlich immer... Warum habe ich eigentlich immer das Pech, immer das Pokémon vorne zu haben? Das, na gut, das macht ordentlich Schaden, aber... Verfolgung macht ihm aber auch gehörigen Schaden. Das steht ja auch sehr, sehr effektiv. Das ist das Problem, ja. So. Noch ein Dodo. Nein. So viel Schaden macht Verfolgung jetzt nicht, aber dennoch. Sehr effektiv. Das reicht allein schon. Und die dürfen zuerst. Das reicht auch schon. Aber das liegt auch daran, da Fleckmon ja ziemlich träge ist, ne? Gilt ja immer so als ziemlich träge, deswegen ist es von der Schnelligkeit her nicht gerade gut. Von der Initiative nicht. Also die Initiativwerte sind bestimmt sehr gering bei Fleckmon. Im Vergleich zu anderen. Komm, noch ein Kampf. Ein Dodo, wenn er jetzt so ein Dodo. Ja, okay. Ein Dodo kannst du noch besiegen, bitte. Nur noch ein paar Erfahrungspunkte und dann. Level ab. Hoffentlich macht er irgendwie jetzt keinen Volltreffer oder sowas. Na? Und Verwirrung, sehr schön. Ja. Komisch. Ja, jetzt! Diese Deppen machen Volltreffer auch noch. Unfair. Aber auf jeden Fall Level Up hier. Okay. Timo wurde besiegt. Fühle mich, als würde ich mich selbst in die Lüfte erheben. Ich habe vor, in Anemonia City zu trainieren und meinen Pokémon das Fliegen beizubringen. Ja, da möchte ich auch hin. Ja. Das ist ein Obstbaum übrigens. Jetzt muss ich aber wieder ein anderes Pokémon nach vorne setzen. Hier scheinen viele Vogelfänger zu sein. Tauschen wir es mal gegen Igelava. So. Oh, was
für weite Wege ich gehen muss. Nur, oh, hier gibt es so viele Wege hier. Das war klar. Hallo, du bist bestimmt so nett und zeigst mir deine Pokémon. So nett bin ich nicht, aber... Was soll's. Schönheit Jutta möchte kämpfen. Was? Hoppspross? Ach, die. Ja, das ist ja ganz gut, dass ich jetzt ihr Igelover habe. Das passt ja. Diesmal passt es ausnahmsweise mal. So. Ja. Das nächste Level abwartet auch. Jutta setzt Hubbel. Was? Hubbelupf ein. Ich kenne Gugelupf. Möchtest du Pokémon wechseln? Nein. Ich bleib dabei. Es hört sich so an wie ein. Ja. Ein Pflanzen-Pokémon. Wahrscheinlich die Weiterentwicklung von dem vorigen da. Von Hauptspross oder wie. Wie die heißen. Komm. Das bisschen hätte dann ja auch noch. Na. Na, Tackle geht manchmal daneben. Ich mach ihn trotzdem. Auch wenn das. Na gut, es hat aber viele AP auch. Bevor Tackle daneben geht, ne? So. Ja, wurde besiegt. Bin froh, dass ich deine Pokémon sehen durfte. Wenn ich Pokémon sehe, scheint mich das zu entspannen. Okay. So, ein Obstbaum hier. Und eine Beere. Ja, sehr schöne Beere. Ach shit, jetzt bin ich nach unten gesprungen, aber egal. Gut, da geht's nicht weiter. Aber da oben, beim Gras wahrscheinlich. Ich wollte aber da noch nicht hin, verdammt nochmal. Warum springt der da runter? Das ist, weil die Steuerung einfach nur lächerlich dumm programmiert ist. Ich war im Ausland, deswegen kenne ich alle Pokémon-Arten. Da musst du ja viel gesehen haben. Ne? Was auch in Kanto? Oh ja. Matrose Pierre möchte kämpfen machen. Bestimmt beruflich war es im Ausland als Matrose. Fiel die nur in den Kampf. Ah ja. Ah, es ist nicht sehr effektiv. Ja, wegen Wasser, naja. Ja, diesmal passt das wieder nicht, dass ich jetzt hier ein Feuer-Pokémon habe hier. Ich kann ja nicht wissen, dass er Filinu dabei hat. Oder überhaupt ein Wasser-Pokémon. Kann ich ja vorher nicht ahnen. Gut, Slam ist, denke ich mal, eine Attacke, die nicht so viel Schaden macht. Also jetzt. Typenspezifisch meine ich jetzt. Ja, ist nicht sehr effektiv. Okay, Filinu wurde besiegt. Igelava erhält Erfahrungspunkte. Und der Matrose Pierre wurde besiegt. Deine Fähigkeiten sind Spitzenklasse. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Alle Menschen auf der ganzen Welt leben glücklich zusammen mit den Pokémon. Okay, gut. Ja, noch eine Trainerin hier. Du scheinst dich mit Pokémon auszukennen. Na, geht so. Gibst du mir einige Ratschläge? Mal, da würde ich eher andere Leute fragen. Kenne mich mit Pokémon nicht so gut aus. Göre Rosemarie möchte kämpfen. Vati? Hab ich noch nie gehört. Okay. Sieht auch interessant aus. Also ein Schaf brennt doch auch ganz leicht, oder? Sieht doch so aus wie so ein Schaf-Pokémon. Wusste gar nicht, dass das nicht vorher schon gab. Oh, ja. Wie gesagt, so ein Schaf-Pokémon brennt sehr schnell. Und er hatte recht. Das war eine gute Vermutung. Das war eine... Nicht nur eine gute Vermutung, sondern sogar eine glute Vermutung. So, Vati wurde besiegt. Ja, aha. Und Enton, mein lieber Freund hier. Ja, da habe ich eine spezielle Überraschung für dich, nämlich Ultrigaria. Muss auch, braucht auch viele Erfahrungspunkte. Ich muss einen Blattstein haben. Ich muss Blattstein, verdammte Scheiße. Ich brauche einen Blattstein. Kann ich nämlich Ultrigaria auch noch entwickeln lassen. Wenn, dann nehme ich Rattenhieb, also eine Pflanzenattacke. Und die natürlich sehr effektiv gegen Enton ist. Sehr schön. Und Rosemarie wurde besiegt. Ich verstehe, so kämpfst du also. Ja, ich kämpfe so. So und nicht anders. Come on, ey.
Hier ist Onkel Angelo. Angelo Kelly hier. Ja, hör mal, ich aua. Was hat der jetzt für Probleme? Sorry, pass auf. Baldorf-Fisch beißen, als gäbe es keinen Morgen. Und zwar genau hier, Route 32. Autsch, ja genau. Deswegen begebe ich mich jetzt diesen weiten Weg dahin, nur um irgendwie da angeln zu wollen, oder was? Das könnt ihr mir dann vorschlagen, wenn ich fliegen hab. Wenn ich fliegen kann. Hey, sie sind sehr lebhaft. Fein, das musst du dir ansehen. Mach deine Angel fertig. Rufst du auch manchmal deine Mutter an? Die ruft mich immer an. Das reicht ja auch schon. So. Ich kenne etwas sehr Bekömmliches. Die Milch von der Kumu Farm ist bekannt für ihren guten Geschmack. Du kennst dich gut mit Pokémon aus. Nach den Kämpfen bekomme ich Items und manchmal sind es viel zu viele. Wenn du möchtest, kann ich dir mit dir teilen. Ja, ich würde dir gerne meine Nummer geben, aber ich habe keine Nummer mehr speichern. Weil das Spiel so dämlich ist in der Hinsicht, statt so viel Platz, einem so viel Platz zu lassen, dass man wirklich alle Nummern speichern kann. Nein, man hat eine Begrenzung. Das muss ich sagen. Ich zeig dir, was ich heute gelernt habe. Ja. Dann zeig mal. Schuljunge oder was? Naja, Tatsache. Schuljunge. Lutz möchte kämpfen. Das ist so dumm, finde ich, das Prinzip. Dass man nur eine begrenzte Anzahl an Nummern speichern kann und es gibt mehr. Es gibt so viele Leute, die gerne mal eine Nummer haben wollen, aber ja, ich habe nur einen begrenzten Speicher. So dumm ist das, ganz ehrlich. Das finde ich nicht gut gemacht. Das finde ich schlecht gelöst. Da merkt man, dass die frühen Generationen dann noch nicht so intelligent waren. Oder die Entwickler noch nicht so intelligent waren. Und somit die frühen Generationen ja, noch nicht so ausgereift waren. So, sagen wir mal so. Volltreffer. Immer Volltreffer, wenn ein Gegner angreift. Immer, aber wirklich immer. Dauernd. Hä? Ey, das ist nicht dein Ernst. Ich hätte es gelacht, wenn Pantimos vorher hätte angreifen dürfen. So, ja, Igelava ist dann auch an seine Grenzen angelangt. Okay. Dann wollen wir jetzt in, ja. Ich fürchte, ich habe noch nicht genug gelernt. Ja, geh mal weiterhin zur Schule, ich Schuljunge hier. Ich habe so viele Prüfungen, dass ich nicht viel Zeit für Pokémon habe. Wenn ich also mal Zeit zum Spielen habe, dann konzentriere ich mich. Oh, ist das ein... Ist dieses Gerät ein Pokédex? Hast du Professor Eich kennengelernt? Was, wirklich? Das ist ja großartig. Ich träume davon, ein Pokémon-Forscher wie Professor Eich. Sag mal, willst du mir hier deine Lebensgeschichte erzählen, oder was? Liebst du... Der Nächste, der meine Nummer hat. Ich fass es nicht. Ja, Nummernspeicher ist voll. Und das war's. Bevor du gegen mich kämpfen möchtest, möchte ich ein anderes Pokémon noch. Level 4. Ja, Noctu ist sehr gute Alternative für alles hier. Ja? Meine Pokémon und ich sind wunderschön, nicht wahr? Du hast nur eine Pixelgrafik, also. Naja, aber das, was ich da so sehe, ja. Tiffy. Okay, Tiffy. Von der Sesamstraße oder was? Was ist das denn bitte? Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob Sternschauer gegen hilft. Ich kann es nicht identifizieren, was es ist. Er ist natürlich nicht sehr effektiv. Oder ist vielleicht ein... Ah, Härtner. Das ist also ein Insekten-Pokémon. Ja, dann hätte ich doch gleich Schnabel nehmen können hier. Hey! Hä, was? Was ist das für ein Pokémon? Verdammte Scheiße hier. Warte mal. Ah, shit, ey. Ich kann es nicht identifizieren, deswegen weiß ich nicht, wie... Blubber, okay, ist ein Wasser-Pokémon. Dann weiß ich doch, was ich dagegen habe. Nämlich habe ich hier Ultrigaria. Ja, mach ruhig Tackle, ist mir scheißegal jetzt hier. Rankenhieb. Ah, jetzt sehe ich das auch. Das ist so eine Koralle soll das sein, ne? Darum auch der Name, Corazon. Ah, okay. Eine Koralle jetzt, also ein Wasser-Pokémon, ja. Okay. Noctu und Ultrigaria erhalten schöne Erfahrungspunkte. Und ja, wir trinken täglich Kumu-Milch.
Darum bist du auch so schön, ne? Humumilch ist gut. Das sagt, das bestätigt sie tatsächlich jetzt auch noch. Humumilch ist gut für die Schönheit und Gesundheit, aber leider kann man immer nur eine Flasche kaufen. Ich möchte auch Humumilch haben. Tipps für Trainer. Wenn sich ein Pokémon weiterentwickelt, kannst du diesen Prozess aufhalten. Warum soll ich das wollen? Drücke während der Entwicklung den B-Knopf. So wird das Pokémon erschreckt und es bricht die Entwicklung ab. Ja, da brauche ich ja diesen Ewigstein ja auch gar nicht, wenn das so auch geht. Was für ein Quatsch hier. Route 39. Ich will mal wieder zurückgehen. Und zwar zum Pokémon Center. Die Pokémon wieder heilen. Und dann gehe ich offscreen zur Route 36 hin. Denn die Trainer haben wir ja jetzt hier besiegt. Wie gesagt, ich gehe da offscreen gleich oder im nächsten Part, vor dem nächsten Part nochmal dahin. Und dann geht es dann da direkt bei Route 36 weiter. Aber erstmal hier heile Gänschen machen und dann. Geht es hier weiter dann. Also nicht hier, sondern wie gesagt, Route 36. Ja, und da werden wir uns dann direkt wiedersehen. Bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss.